Und der Ball droht schön von rechts nach links. Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Viele Anfänger fragen mich, wohin ist es okay? Ich habe ein Handicap von 50. Sollte ich mit Driver spielen oder sollte ich eher mein Eisen nehmen oder Rescue und einfach die Fairways treffen? Dann sage ich, du solltest auf jeden Fall auch Driver üben. Um Punkte zu machen, um im Spiel zu bleiben, ist es in der Regel auf jeden Fall besser, mit einem Eisen 5, Eisen 6 oder einem kleinen Holz den Abschlag zu machen. Aber manche Fairways sind wirklich breit. Und diese Schläge sind so gebaut, dass sie gut verzeihen. So ja, du kannst von diesen Schlägen profitieren, aber du brauchst eine sichere Technik. Nur es gibt einen Spieler, der gerade ein großes Turnier, die US Open, gewonnen hat. Der heißt Bryson DeChambeau. Du hast bestimmt ihn gesehen auf Sky. Ich möchte dir seinen Schwung erklären, weil ich finde, dass der Schwung von Bryson DeChambeau wunderbar für Anfänger ist. So, bevor du dieses Video weiterschaust, klick bitte auf diesen Link und dann schau mal seinen Schwung kurz an. Und was du als erstes sehen wirst, ist, wie er am Ball steht, dass seine Arme sehr ausgestreckt sind, dass der Schaft und Arme fast eine Linie sind. Steht auch relativ aufrecht an. Beim Ausholen, das zweite, was man sieht, ist, dass er sehr wenig winkelt. Das Winkeln kommt automatisch bei ihm ganz spät. Und dieses Spätwinkeln gibt ihm viel Power. Okay, nun, das sind zwei Sachen. Dieses Stehen und wenig Winkeln. Die zwei Sachen werden den Schwung viel sicherer für dich machen. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut für dich. Okay, so was sieht man sonst? Man sieht, dass er beim Ausholen das rechte Bein fast streckt. Er dreht den Unterkörper viel und er kommt mit dem Oberkörper so weit rum. Und dann, was ich sehr, sehr interessant finde, und versuch mal das zu sehen, wenn du ihn wieder in einem richtigen Turnier live siehst im Fernseher, bei seinem Probeschwung macht er das. Siehst du, was ich jetzt zeige? Ich mache einen kleinen Bogen. Und warum macht er diesen Bogen? Weil er von innen nach außen schwingen möchte, ganz klar. Er möchte dann ein Draw produzieren, einen Ballflug von rechts nach links. So, das ist auch eine gute Sache für dich, die du beim Probeschwung machst, immer wieder, zu Hause kannst du es machen, bis es ein bisschen drin ist, weil je mehr ich das Gefühl habe, desto weniger mache ich das. Und das ist natürlich ganz typisch bei Anfängern und das kostet Länge und der Ball slice dadurch. Dann die letzte Sache, die ich sehr gut bei ihm finde, ist, nachdem er seinen Rückschwung gemacht hat und auf der Ebene den Abschwung gestartet hat, dann dreht er den Körper ganz viel, so viel wie er kann. Und es ist so, dass sein linker Fuß sogar rauskommt am Ende des Schwunges. Und diese Drehung nach links ist auch sehr wichtig für dich. Sein Gewicht ist am Ende auf dem linken Bein. Okay, so, wenn du das hinbekommst, dann ist der Rest nur eine Drehung. Die Hände sind ruhiger durch diese Technik und der Schlag ist sicher. So, ich werde jetzt erstmal zwei Bälle für dich schlagen und dann drüber reden. Der Wind kommt von rechts, ich ziele ein bisschen nach rechts. Hände schön hoch. Ich werde meine Hände ruhig lassen beim Ausholen. An Winkeln werde ich gar nicht denken, das wird von alleine passieren, weil ich den Schläger nicht so fest halte. Dann gucke ich, dass ich auf der Ebene runter schwinge. Ich werde mich nur drehen. Und ich werde schon ein bisschen Kraft einsetzen. Und
Der Ball droht schön von rechts nach links. Nur von der vorderen Perspektive ist es auch interessant. Von diesem Betrachtungswinkel ist der Schaft und linker Arm bei ihm gerade. Ich stehe ein bisschen unterhalb. Moment. Den Ball tiet er schön hoch auf. Ich habe den nicht zu hoch hier. Ich kann ungefähr 2/3 des Balles sehen, von hinten gesehen. Okay, und hier wirst du schön sehen, wie wenig ich winkle und wie ich mich drehe. Okay, so ich finde, es ist eine ganz interessante Sache, reichend Deschambeau-Schwung auszuprobieren. Viel Spaß dabei!